Moin Moin zusammen, hier ist wieder der Drill und herzlich willkommen zurück zu KBMAF ist Woche 11, meinem wöchentlichen Abnehmetagebuch, in dem ich euch mal wieder mit auf die Reise nehme und euch zeige, was ich wöchentlich so mache und was ich esse, wie ich mich sportlich betätige, um weiterhin abzunehmen. Wir haben jetzt in den letzten 10 Wochen rund 22 Kilo, glaube ich, grob sind es runter, womit ich sehr zufrieden bin. Seit Start im August 2020 habe ich so grob angefangen, sind jetzt 55 Kilo sogar schon runter, die merkt man natürlich. Und ja, ich zeige euch wieder, was ich die Woche mache. Es ist sehr warm im Moment in der Schweiz, 33 Grad gestern, heute soll es auch super heiß werden. Ab Montag, also in 2 Tagen, wird es dann wieder ein bisschen kühler. Da freue ich mich drauf, ich bin gar kein Sommermensch, ich mag Hitze gar nicht. Und Hitze ist nochmal eine ganze Ecke unangenehmer, wenn man sehr, sehr dick ist. Das merke ich gerade auch, dass ich mit 33 Grad gerade viel besser klarkomme als letztes Jahr. Also letztes Jahr wäre ich komplett kaputt gegangen. Also da merke ich das auch schon mit der Abnahme. Und ich baue gerade wieder mein komplettes Küchensetup auf, weil heute gibt es einen weiteren Kochstream. Ich habe gestern wieder ein Paket von HelloFresh bekommen und werde heute im Stream 2 leckere Gerichte davon kochen. Und das ganze Livestream. Dann nochmal Update zur Wohnung, wie es hier wieder aussieht. Alles aufgebaut. Das ist eigentlich mein Esstisch. Mein Computer steht noch immer da. Es fehlt noch die Festplatte, auf die ich warte. Die hat leider ein bisschen Lieferverzögerung. Und mein Kochsetup steht auch soweit. Ich bin gerade dabei, mein Frühstück zu machen. Ich habe mir schon 2 Scheiben Pumpernickel geschmiert, ein Brötchen ist noch im Ofen. Und da kocht mein Frühstücksei. Und das wird es heute geben, beziehungsweise das wird heute gekocht. Eine Chili-Nudelfanne mit Zitronengras. Das sieht unheimlich lecker aus. Und ich werde zum ersten Mal Risotto machen. Das ist eine Antipasti-Bowl mit Mozzarella auf Risotto. Und die werde ich heute beide kochen. Wird so, ja, das Ding 35 Minuten, das 40, also wahrscheinlich dann mit Labern und so ein 2-Stunden-Stream wieder werden, aber sind beides gute Gerichte. Zum Einfrieren denke ich, Risotto kann man, glaube ich, einigermaßen gut einfrieren. Und bei der Chili-Nudelfanne mache ich das so, dass ich die Nudeln nicht alle koche, sondern nur die Soße. Und wann immer ich dann Bock drauf habe, mache ich mir die Nudeln halt schnell frisch in einem Topf, schmeiße den Kram darüber, vorher aufgetaucht natürlich, und dann habe ich da auch wieder eine leckere Mahlzeit. Ich will mich auch noch mal kurz hier ins Tiefkühlfach. Da habe ich nämlich noch ein paar vorgekochte Sachen, wie ihr seht da oben. Und gerade in den letzten 2 Wochen habe ich so gemerkt, was das für mich für eine Bereicherung ist. Und dass ich im Moment super happy darüber bin, dass ich eine Partnerschaft mit Ankerkraut und HelloFresh eingegangen bin. Weil ich in den letzten 2 Wochen, glaube ich, ein einziges Mal eins von meinen Fertiggerichten gegessen habe. Also die Leute, die KBMAF seit Anfang an verfolgen, die wissen, dass ich sonst 4 oder 5 Mal die Woche eins von diesen Mikrowellengerichten hier aus dem Supermarkt mir fertig gemacht habe. Was halt auch nicht schlecht war, die sind halt okay, aber es ist halt doch nochmal ein krasser Qualitätsunterschied, wenn du die Sachen selber in der Hand gehabt hast, das frische Gemüse und Fleisch und das selber gekocht hast, und es schmeckt halt doch auch nochmal deutlich besser als so ein Mikrowellengericht. Und unabhängig davon, für euch ist natürlich auch klar, ich bin mit HelloFresh und Ankerkraut gepartnert. Natürlich bezahlen die mich. Ich habe ja auch bei beiden Partnerlinks und Rabattcodes, über die man was sparen kann. Natürlich geht das auch mit einer Bezahlung für mich einher. Aber unabhängig davon jetzt ist das für mich wirklich im Alltag eine Bereicherung, weil ich wirklich richtig geil esse seit 2 Wochen. Was auch dafür sorgt, dass mir das Abnehmen deutlich leichter fällt. Weil ich weiß, jeden Abend gibt es was richtig Geiles, Leckeres, Selbstgekochtes vor allem zu essen. Und ich schmeiße nicht einfach nur irgendwas in die Mikrowelle und nach 2 Minuten ist es fertig. Sondern ich weiß, da hat sich einer, in dem Fall endlich mal ich, in die Küche gestellt und da was hingezaubert. Und das macht im Moment einfach nur Bock. Ansonsten hatte ich ja nie wirklich richtig Zeit, mich oft in die Küche zu stellen. Und deswegen ist für mich persönlich die Partnerschaft richtig geil, weil ich nicht dazu gezwungen werde, jetzt 2 Mal im Monat was zu kochen, sondern das ist halt Teil der Partnerschaft. HelloFresh macht Kochboxen, die schicken die mir. Die bezahlen mich dafür, dass ich die vorstelle, und natürlich stelle ich mich dann in die Küche und koche die im Stream. Und das macht mir zum einen super viel Spaß. Die kommen bei euch auch unheimlich gut an. Der letzte Kochstream hatte 5.000 oder 6.000 Zuschauer auf Twitch, was völlig wahnsinnig ist. Die meisten gucken wahrscheinlich natürlich zu, weil ich nicht der beste Koch bin, und die hoffen darauf, dass ich fehle. Aber es macht trotzdem Bock. Ich habe was Geiles zu essen. Das unterstützt mich ungemein in meinen KBMAFS-Plänen. Und da bin ich unheimlich dankbar für. Ich hoffe, das kommt, wenn ich über sowas rede, nicht immer so ultra auf Werbemasche irgendwas rum. Das sind halt die Sachen, die ich wirklich denke in KBMAFS. Ich werde hier für nichts bezahlt, weiter in dem Format, wenn ich irgendwas sage.
die Streams werden bezahlt, wenn ich jetzt hier in dem Ding hier über Ankerkraut, HelloFresh, Hörlux, Hightech oder irgendwas rede. Die bezahlen mich nicht extra dafür, das will ich, dass ihr das wisst. Sondern ich bin wirklich im Moment unheimlich froh über alle Partner, die ich habe und sehr dankbar für jeden Einzelnen, weil jeder in irgendeiner Form den Stream oder mich persönlich unterstützt und da bin ich super happy drüber. Ja, ich mache mich jetzt fertig und werde den Kochstream soweit vorbereiten, dann KBMAFS Teil 9 soweit hochladen und dann wird wieder lecker gekocht. Und ich glaube, kommendes Wochenende, also ihr seht das ja für mich jetzt in 7 Tagen, wird es auch nochmal einen Kochstream geben. Dann muss ich noch gucken, was ich da mir bei HelloFresh aussuche. Aber da freue ich mich auch drauf. Ich freue mich einfach super, wie es im Moment läuft. Und dass ich kochen, wo ich sonst immer gesagt habe, habe ich keine Zeit für, jetzt im Moment mit einem Livestream und einer Partnerschaft sogar verbinden kann. Das ist unheimlich geil und bin super glücklich darüber und froh, dass ich das machen kann. Jetzt gibt es wieder Frühstück. Heute habe ich mir 2 Scheiben Pumpernickel mit Käse gemacht. Eine Scheibe Pumpernickel hat nur 65 Kalorien, was ich erstaunlich wenig fand. Im Vergleich zu einem Brötchen hat irgendwie 250 oder so. Also könnte ich fast 4 Scheiben Pumpernickel essen und das wird ein Brötchen ersetzen. Und ich liebe Pumpernickel mit Käse. Ich liebe das einfach. Deswegen versuche ich jetzt demnächst auch öfters mal Vollkornbrote zu essen. Pumpernickel, auch ein Tipp, den ich durch mein Hörbuch Ernährungskompass dazu gewonnen habe. Aber hin und wieder mal ein Brötchen. Ich brauche das einfach am Morgen. 14:20 Uhr, allen YouTube-Kram erstmal geschafft. Ich habe mir gerade auch nochmal die Kommentare von KBMFS durchgelesen. Das ist krank. Vielen Dank wieder an die ganzen Kommentare. Das motiviert mich auch sehr. Also echt fettes Danke an jeden, der da sich wöchentlich kurz die Zeit nimmt, mir irgendwas zu schreiben. Das macht Bock. Auch wenn ich diesmal wieder 2 Leute rausbannen musste. Oder ich musste nicht, aber es sind sonst Schmerzen für mich. Vielleicht muss ich es doch wieder jede Woche sagen, dass ich keinen Bock auf irgendwelche selbsternannten Ernährungswissenschaftler brauche, die mir sagen, dass mein Frühstücksbrötchen zu viel ist oder so. Einer hat heute geschrieben, sowas in Richtung, also wenn das Ziel Gewichtsabnahme ist, dann musst du unbedingt dein Frühstück umstellen, weil 2 Brötchen ist zu much. Ich denke mir so, Alter, können die Leute denn nicht lesen? Wenn mein Ziel Gewichtsabnahme ist, dann darf ich morgens keine 2 Brötchen essen? Holt mein Brötchen. Ich habe 55 Kilo abgenommen und 2017 habe ich auch mit täglich 2 Brötchen 70 Kilo abgenommen und habe es locker und easy ein Jahr halten können. Also teils völlig wahnsinnig. Und natürlich ist ein Vollkornbrot am Morgen sicherlich macht mehr satt und nährwertreicher, auch mit Leinsamen und so einem Kram oder Chiasamen als ein Brötchen. Aber ich habe es in den letzten Teilen auch schon gesagt, jeder sollte das für sich so machen, wie es für ihn funktioniert und wie er sich wohl damit fühlt. Und wenn ich sage, ich brauche morgens meine 2 Brötchen, weil für mich klappt Joghurt mit Haferflocken und Haferschleim nicht, das sättige ich mich nicht, das macht mich nicht glücklich, dann fresse ich morgens meine 2 Brötchen. Und offensichtlich funktioniert es ja wunderbar. Und ich würde behaupten, dass ich mit 1,98 problemlos am Morgen 2 Brötchen snacken kann, mit dem Belag meiner Wahl, solange es nicht Nutella und so weiter ist. Danach eine normale Portion Mittagessen esse und auch ohne Sport würde ich bis hierhin mit dem, was ich im Moment mache, problemlos abnehmen und ich mache ja zudem auch jeden Tag Sport. Also das sind dann so Kommentare, da denke ich mir, Alter, du hast so irgendwas von dem Video gesehen? Ich grinde jeden Tag 1,5 Stunden Sport, ich habe jeden Tag ein Kaloriendefizit, ich esse abends gar nichts mehr, ich habe 55 Kilo abgenommen in den letzten 9 Monaten und davon 20 in den letzten 2. Und da sagt mir einer, ich kann nicht abnehmen, wenn ich morgens 2 Brötchen esse. Kurzer Rant, aber ihr wisst, wie ich das meine. Und scheinbar muss ich es wirklich jede 2. Folge mal sagen oder so, dass ich das so mache, wie ich weiß, dass es für mich funktioniert und wie ich weiß, dass ich es durchhalten kann. Ich würde natürlich mehr abnehmen, wenn ich mir morgens einen Joghurt mit Haferschleim reinfresse, aber wenn ich das dann nach 2 Wochen nicht mehr durchhalte, weil ich so unzufrieden und ungesättigt und unhappy mit meiner Abnahme bin, dass ich dann wieder anfange, mir abends 3 Pizzen und 5 Döner reinzufressen, dann bringt mir das rein gar nichts. Also ich esse morgen weiterhin meine 2 Brötchen. Heute habe ich ja nur 1 Brötchen gegessen mit 2 Scheiben Pumpernickel. Ich hoffe, das hat den einen oder anderen zufriedener gestellt. Aber ansonsten werde ich das genauso weitermachen wie bisher, weil ich weiß, dass es funktioniert und ich in 3 bis 4 Monaten bei meinem Wunschgewicht bin. Jetzt mache ich den Kochstream. So, Kochstream ist durch. Ich habe gerade meine Kochmütze abgesetzt, deswegen sehen meine Haare so aus. Hat super viel Spaß gemacht. Wir haben Chili-Nudeln gemacht und
Ich habe mein erstes Risotto gemacht, was unglaublich geil geworden ist. Ich zeige euch das mal. Das gibt es nämlich heute zu essen. Das war das Ofengemüse. Das ist Risotto und angerichtet sieht das so aus. Das stand jetzt schon ein bisschen, deswegen ist ein bisschen von der Flüssigkeit nach unten gegangen. Aber richtig, richtig krank lecker. Hier frische Tomaten, Mozzarella, das Risotto, Ofengemüse, Babyspinat. Echt richtig lecker geworden. So, Stream ist aus. Ist schon wieder dunkel, wie ihr seht. 24 Uhr. Das heißt, heute knapp 9 Stunden gestreamt auch. Also Kochstream plus Gamingstream gerade. Gamingstream hat auch Bock gemacht. Bisschen Minecraft und Trackmania gezockt. Heute gar keinen Counter-Strike, habe ich auch null vermisst. Hab ein Rank-Up im Trackmania Matchmaking gehabt auf Master. Und morgen gibt es vielleicht ein bisschen Programm. Und zwar fahre ich eventuell morgen tagsüber nach Zürich, laufe da ein bisschen rum, um mal wieder ein bisschen was anderes zu sehen. Und ab 16 Uhr geht dann der Gaming-Stream an, weil wir morgen das nächste King of the Trill-Format machen. Nach 2-3 Monaten Pause gibt es das jetzt wieder und es gibt einen Stuhl von meinem Partner Gamechanger zu gewinnen. Und ansonsten ist für morgen alles soweit vorbereitet. Ich werde mich jetzt noch kurz aufs Sofa chillen, weil heute war auch wieder super lang. Ich habe wenig gepennt. Und dann werde ich gleich noch entweder eine Stunde draußen rumlaufen, vielleicht eine etwas kleine Runde. Oder ich sage, ich bleibe drin und radle hier noch ein bisschen auf dem Fahrrad. So, letzte Minute. 524 Kalorien. 50 Minuten habe ich jetzt gemacht. Hallo, heute ist Sonntag und wir haben schon genau 15.40 Uhr, fast 4 Uhr. Ich habe, oh scheiße, Alexa, stopp. Oh Gott, die ist ja echt scheiße. Ich habe schon super viel gemacht, deswegen habe ich heute noch gar nichts gefilmt. Ich wollte immer zwischendrin anfangen zu filmen, habe es dann aber vergessen. Da jetzt aber gleich in 20 Minuten der Stream live geht, jetzt noch einmal kurz der Plan für heute. Also ich habe heute super viel YouTube-Kram schon gemacht, habe hier ein bisschen aufgeräumt und das King of the Trill-Format vorbereitet. Das dauert ja immer ein bisschen, weil ich mir immer neue Fragen ausdenken muss, nochmal die Map durchtesten und alles checken. Das ist aber soweit durch. Das heißt, heute nächste Ausgabe King of the Trill zusammen mit Gamechanger. Und gefrühstückt habe ich vorhin. Es gab das Übliche. Frühstück-Time. Es ist Sonntag. Das heißt, es gibt zwei böse Brötchen und ein Ei. Genau. Und heute Abend werde ich dann kochen. Es gibt Chili-Nudeln mit dem gestern im Kochstream gekochten, mit der dazu gekochten Soße. Die habe ich mir hier, also die taut gerade noch auf. Ihr seht, da schwimmt um die Flüssigkeit. Das muss ich dann noch einmal in eine Pfanne werfen und heiß machen. Die Nudeln mache ich mir in der Frischstation. Dann habe ich heute auch was zu essen. Und dann streame ich wieder bis 11 Uhr, 24 Uhr und werde dann heute Nacht nochmal rausgehen, wenn das Wetter mitmacht. Gestern Nacht, habt ihr ja gesehen, war ich dann auf dem Fahrrad, weil es draußen gewittert hat. Und ja, das ist der Plan für heute. Also nicht spektakulär. Ich habe bis jetzt den ganzen YouTube-Kram gemacht und King of the Trill-Format vorbereitet. Das sollte dann alles laufen. Jetzt wird wieder 7-8 Stunden gestreamt und danach eine Stunde Sport. Ich glaube, gestern Abend habe ich noch gesagt, ich fahre vielleicht nach Zürich. Hat sich heute nicht ergeben, aber das werde ich wahrscheinlich am Donnerstag diese Woche nachholen. Auch wenn da wahrscheinlich Scheißwetter ist, müssen wir mal schauen. Aber da kann ich dann noch 2-3 andere Sachen erledigen. Unter anderem ist mein schöner Remova-Koffer kaputt gegangen. Der ist an dem Reißverschluss ist das aus dieser Naht rausgesprungen und den kann ich in Zürich reparieren lassen. Den werde ich da dann abgeben, die schicken mir den dann wieder zu und dann kann ich dann noch ein, zwei andere Sachen erledigen, die ich schon lange mal machen wollte. Deswegen komme ich wahrscheinlich am Donnerstag endlich mal wieder ordentlich raus. Jo, ich bereite jetzt den Stream vor und wir sehen uns später irgendwann. Wir grinden gerade noch ein bisschen Matchmaking und jetzt gibt es lecker Essen. Und zwar Chili-Nudelfanne mit größtem Sesam drauf und so einer leckeren Soße, die ich selber gekocht habe. Yummy, yummy. Ich hatte dann am Sonntag auch nochmal 8 Stunden bis 24 Uhr gestreamt und danach noch meine Session hier auf dem Fahrrad gemacht. Ich habe da irgendwie vergessen, noch einen Clip dazwischen aufzunehmen. Ich glaube, als ich mich aufs Fahrrad gesetzt habe, dachte ich, dass ich das gemacht hätte, weil ich nach dem Stream noch ein paar Clips geguckt habe vom Stream. Habe ich diesmal leider vergessen. Aber die Stunde auf dem Fahrrad habe ich trotzdem durchgezogen und bin dann ins Bett gefallen. Moin, heute ist Montag und wir haben 12 Uhr. Ich habe die letzten 2 Stunden eine Aufnahme zusammen mit den Big Jungs gehabt und Skin Baron. Die haben wieder ein neues Format für ihren Kanal gemacht. Das habe ich heute moderiert und kommentiert wieder. Und ja, es war sehr cool. Das wird irgendwann die nächsten Wochen vermutlich auf dem Skin Baron Kanal kommen. War wirklich cool. Ich fand es spannend. Es hat super viel Spaß gemacht.
Und jetzt werde ich erstmal frühstücken, weil ich habe Hunger. Wir haben jetzt 12.08 Uhr. Ich bin seit 9 Uhr am Rechner, jetzt die letzten 2 Stunden das Format da gemacht. Ich habe gut Hunger, deswegen mache ich mir jetzt auf jeden Fall 2 Scheiben Pumpernickel. Heute, weil es wieder so warm ist, habe ich tatsächlich mal Bock wieder auf einen Joghurt mit einem Apfel drin. Und heute steht noch ein bisschen was an. Ich werde heute Abend streamen. Heute Abend ist Montagslobby angesagt in Valorant wieder. Davor Trackmania und CS. Ich habe jetzt gerade noch ein Video geschnitten. Das war der Trackmania Cup of the Day, wo ich es in die Division 1 geschafft habe. Und dann schauen wir mal, was heute noch geht. Vielleicht gehe ich mal raus wieder für eine Stunde. Mal schauen. Die Woche ist noch relativ viel. Es stehen noch einige Projekte an. Wir machen am Wochenende wieder ein Community Case Opening. Da muss ich noch drum gekümmert werden. Wir haben den Trackmania World Cup am Wochenende. Da wollte ich heute auch ein paar Vorbereitungen treffen. Sonntag werde ich geimpft. Heute habe ich, nicht heute, die Woche habe ich auch noch einen Termin mit meiner Steuerberaterin. Also da steht auf jeden Fall noch was an die Woche. Deswegen wollte ich heute gucken, dass ich relativ viel YouTube-Kram noch schaffe. Dass ich dann ein bisschen mehr Luft gegen Ende der Woche habe. Ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal mein Frühstück. Und einen Tee mache ich mir, glaube ich. Habe ich leider gestern vergessen. Und dann schauen wir mal, was der Tag heute noch bringt. So, was machen wir denn heute für einen? War denn schon leer? Mandarine, Mandel, wir machen. Komm, ich mache heute mal einen, den ich vielleicht noch gar nicht gemacht habe, seit ich den hier habe. Was versteckt sich denn da hinten noch? Da ist der Infinity. Ich habe auf jeden Fall einen auf dem fruchtigen. Magic Biscuits. Was haben wir hier? Orange Maracuja. Ne, ich glaube, wir machen heute nochmal den Strawberry Muffin, oder? Ne, warte mal. Blueberry Cheesecake. Den habe ich, glaube ich, nur probiert. Den habe ich noch gar nicht gemacht, seit ich wieder hier bin. Der riecht sehr fruchtig. Dann werden wir heute ein Blueberry Cheesecake-Thema. Mache ich mir wieder eine ganze Kanne voll, stelle es kalt und dann habe ich heute wieder was Kühles zu trinken. Let's go. Ankerkraut, Beste. Ich muss ja einmal einen Clip einschieben, ist gerade für mich jetzt schon Freitag, ihr seht jetzt noch den Montagteil und zwar hatte ich da einen Clip aufgenommen, der hat aber in der Mitte, ist ja einfach unterbrochen, deswegen konnte ich den nicht verwenden und zwar hatte ich da nochmal gesagt, warum ihr sowohl auf Twitch als jetzt auch in den KBMFS-Folgen immer oben das Dauerwerbesendung-Ding seht und zwar gab es wieder neue Richtlinien, ich glaube von den Landesmedienanstalten, die sich auch an Leute richten, die im Ausland leben, dessen Content sich an ein deutsches Publikum richtet. Und zwar sind das die Werbekennzeichnungen, wo die nochmal ein paar Sachen überarbeitet haben. Derzeit sind auch viele Kanzleien dran, da Streamer und YouTuber abzumahnen, wenn die das nicht machen. Und ich bin damit lieber auf der sicheren Seite, wenn ich das einfach überall markiere. Denn auf Twitch muss ich das drin haben, das Dauerwerbesendung, weil ich hin und wieder ja in den Streams auch über Partner rede oder auch zum Beispiel die Partner in meiner Rotation drin habe. Also über der Facecam habe ich ja die Partner-Logos drin, die da durchrotieren, wie viele andere Streamer auch. Und das ist ja auch schon Werbung, wenn man die da sieht. Und deswegen muss man das laut deutschen geltenden Recht und Gesetz als Werbung in schriftlicher Form markieren. Deswegen steht jetzt sowohl auf Twitch immer oben Dauerwerbesendung. Und da ich ja auch in den KBMFS-Teilen öfters mal über Ankerkraut-Quatsch oder ihr im Hintergrund ein Display an der Wand hängen seht, oder ihr mich auf meinem Gamechanger-Stuhl sitzen seht oder meinen Hightech-Rechner hier auf dem Tisch seht oder so. Und ich zwar im Rahmen von KBMAFS in keinem finanziellen Verhältnis zu denen stehe. Also ich werde, wenn ich hier sage Hightech, Hightech, Hightech oder Gamechanger, 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 werde ich nicht extra von denen dafür bezahlt, weil das alles Twitch-Partnerschaften sind. Und das sind für die immer ganz nette kleine Shoutouts natürlich auf YouTube, für die ich aber extra nichts bekomme. Oh mein Gott, ist das ein schönes Display da an der Wand. Da habe ich gar nichts von. Da freut sich Display drüber, aber ich habe da nichts von. Dennoch stehe ich ja in einem finanziellen Verhältnis mit denen auf der Plattform Twitch und muss das dennoch deswegen kennzeichnen. Also deswegen nicht wundern, wenn in so Formaten oder auf Twitch jetzt dauerhaft oben Dauerwerbesendung steht. Das haben die Pizzamies schon eine Weile drin, Dalu jetzt auch schon 2 Wochen vor mir gehabt. Shoyoka zum Beispiel auch, Felix habe ich auch dazu geraten, der hat das jetzt auch drin. Weil ich habe es lieber drin, auch wenn es scheiße aussieht und auch wenn ich mal im Stream 2 Stunden nicht einen einzigen Partner erwähne oder hier im KBMFS-Teil 20 Minuten keinen Partner erwähne. Ich habe es lieber einfach dauerhaft drin, muss mich dann um nichts kümmern und muss mir keine Sorgen machen, als dass ich es einmal irgendwo vergesse und dann kriege ich irgendein Schreiben von irgendeiner Kanzlei, die mich deswegen abmahnen möchte. Deswegen nicht wundern, ich bin da lieber better safe than sorry und auf der sicheren Seite, als dass ich mich da mit irgendeinem unnötigen Scheiß umherschlagen muss. Ich kommuniziere das ja mit euch auch immer super offen, wenn ich für irgendwas bezahlt werde oder irgendeine Partnerschaft habt. Also ich habe da auch rein gar nichts zu verbergen, weil ich mich für keinen meiner Partner oder Zusammenarbeiten schäme. Ich bin da stolz drauf und sage das auch gerne.
Aber ich will da einfach auf der sicheren Seite sein und deswegen habt ihr jetzt immer die Dauerwerbesendung, Einblendung drin, sowohl in den Videos hier, auf Twitch auch dauerhaft. Nur für die Leute, die sich da gefragt haben, warum das jetzt auf einmal so ist. Das wird jetzt in Zukunft dauerhaft so sein. Und genau, das einmal dazu. Kommt jetzt vielleicht ein bisschen spät in dem KBMFS-Teil, aber es haben sich sicherlich schon ein paar Leute gefragt, warum das da jetzt steht. Und auch nochmal final, ich kriege für nichts, was ich hier sage, zu Ankerkraut, Game Changer oder irgendwelchen anderen Partnern extra Geld. Wenn es so wäre, würde ich es euch sagen, wenn ich jetzt im Rahmen vom KBMFS einen Deal mit Firma XY bekommen habe, die mich extra für KBMFS dafür bezahlen, dann würde ich sagen, ist nicht so. Trotzdem muss ich die Dauerwerbesendung Einblendung oben drin haben. Jo. Ein halbes Brötchen mit dem Rest Leberwurst, den ich hatte. Einmal Geflügelsalami, eine Scheibe Pumpernickel mit Gouda und ein Joghurt mit einem kleinen Apfel drin. Jetzt haben wir es 5 nach 5. Ich bereite gerade den Stream vor. Ich habe in der Zwischenzeit zwei Videos geschnitten, und zwar die Trackmania Cup of the Day Teilnahme und ein Trade-Up-Video, was ich noch gemacht habe. Und dann habe ich noch einen relativ langen Call vorhin gehabt. Na, froh, dass ich heute zwei Videos fertig gemacht habe. Und damit ein bisschen mehr Luft auf jeden Fall gegen Ende der Woche habe. Jetzt mache ich den Stream live, der könnte sehr lang werden. Auf jeden Fall bis 24 Uhr, weil wir heute noch Valorant mit Montagslobby spielen. Und heute macht der Pokeref ja irgendwie am Montag schon auf. Deswegen muss ich noch mit Dalu gucken, ob wir es heute Nacht auch noch gucken. Das heißt, die Sportsession wird heute ganz, ganz spät, wenn wir wirklich noch den Pokeref gucken. Ich wäre gerade ehrlich gesagt nicht traurig drum, wenn wir den Pokeref skippen und ich in der Zwischenzeit Sport machen könnte und dann nachher, wenn der gegen Ende geht, gucke, ob ich mir da für nächste Woche ein Pack sichere. Schauen wir. Aber Sport muss heute noch auf jeden Fall gemacht werden. Vorher habe ich es jetzt nicht geschafft. Ich wollte eigentlich schon wieder um 4 den Stream anmachen, hat zeitig nicht gepasst. Jetzt haben wir 5 und ich mache mich jetzt rein. Hier wird gerade wieder Trackmania gedaddelt und es gibt wieder ein vorgekochtes Gericht. Das war der Hackfleisch in Hackfleischbällchen, Senfsoßen, Reis, Funding. Das sieht zwar vielleicht nicht so lecker aus in dem Ding hier, aber es ist wirklich sehr, sehr. Stream ist aus, waren jetzt grob 7,5 Stunden, gerade aufgehört mit Valorant und Team Montagslobby. Das war das kleine Vorbereitungsmatch für kommenden Montag, wenn wir gegen die Mädels wieder antreten. Und ich werde mich jetzt nochmal aufs Fahrrad schwingen und danach wahrscheinlich direkt ins Bett gehen. Ich bin ziemlich müde. Morgen ist auch wieder ein langer Tag und früh am PC, weil ich dann noch einen Termin habe. Aber ich werde jetzt mein neues Hörbuch anfangen. Ich bin durch mit dem Ernährungskompass und das ist. Oh, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein. Ich gucke kurz nach. Hörbuch heißt Achtsam Morden von Carsten Dusse. Das wurde mir bei Audible vorgeschlagen und klang ganz interessant. Werde ich mal reinhören und euch in den nächsten Tagen oder noch in dem Video Feedback geben, ob ich das auch empfehlen würde. Aber die Story klang ganz gut, hat glaube ich 22.000 Bewertungen bei Audible gehabt. Fast 5 Sterne. Also eigentlich müsste es gut sein. Ich werde mal reinhören, gerade jetzt wieder eine Stunde auf meinem Fahrrad rum. Und dann sehen wir uns morgen früh. Auch hier bin ich dann wieder drin, ein bisschen rumgeradelt, weil draußen war Gewitter, ganz schlimm die Nacht. Und jetzt gerade ist ja wieder ein bisschen abgekühlt. Das heißt, ich glaube, in der kommenden Woche werde ich dann ein paar Mal mehr wieder rausgehen. Aber ich glaube, die Woche habe ich echt komplett nur auf dem Fahrrad durchgezogen jeden Abend. Hallo, heute ist Dienstag und ich glaube, ich bin verarscht worden. Also mir haben so viele Leute nach der letzten Woche Pokeref, wo Dal und ich nicht dabei waren, gesagt, dass der Pokeref am Montag aufmacht. Ich habe aber gestern um 24 Uhr den Stream aufgemacht, war dann noch eine Stunde auf dem Fahrrad und wollte dann gucken, wie steht beim Pokeref. Da war nichts. Aber ich habe auf der Seite geguckt, da stand auch am 21.06. will der um 6 p.m. Seiner Zeit aufmachen, was bei uns Dienstag um Mitternacht ist. Deswegen muss ich gleich mal Dalu schreiben, ob wir heute dann vielleicht doch gucken, außer ich habe irgendwas komplett verrafft. Wir haben jedenfalls jetzt gerade 10 Uhr morgens, ich bin seit einer Stunde am Rechner und schneide gerade das King of the Trill Format. Und heute steht auch nicht sonderlich viel an, es regnet noch immer draußen. Diese Woche soll ziemliches Scheißwetter sein, ich bin am Donnerstag ja in Zürich. Also komme ich die Woche einmal einen halben Tag wenigstens raus, aber bei dem Wetter, also es ist warm draußen, aber es regnet halt permanent. Und ich habe leider keine dünne Regenjacke, die soll ich mir mal besorgen. Deswegen werde ich diese Woche auch nochmal nutzen, um voll durchzuziehen und richtig durchzugrinden mit YouTube und Twitch. Ich habe ja gestern schon zwei Videos geschnitten, heute werde ich das auch noch fertig schneiden und fange dann noch ein weiteres an. Dann habe ich mir da erstmal ein bisschen was an Vorsprung geschaffen, weil am Wochenende mit Trackmania World Cup und Community Opening und so, da steht ja auch noch ein bisschen Planung an. Deswegen will ich heute und morgen noch einiges schaffen.
Ja. Mehr kann ich euch leider nicht erzählen. Der Tag wird so wie die meisten anderen wohl auch. Ich werde dann gleich überlegen, ob ich vor dem Stream heute Sport mache, falls wir heute ProGref gucken sollten. Wobei Dalu heute auf der Rapid LAN ist. Und die machen da ein bisschen Faxen, deswegen weiß er sowieso noch nicht, ob der heute Abend da wäre zum ProGref schauen, weil die da halt zocken wollen. Ja, sobald es irgendwas zu erzählen gibt, nehme ich euch wieder mit. Sorry, falls die Woche jetzt wieder ein bisschen langweiliger werden sollte, aber ich ziehe halt im Moment wirklich ziemlich hart mit YouTube und Twitch durch und mache nicht viel außerhalb dessen. Wir sehen uns später zum Frühstück. Frühstück habe ich vergessen aufzunehmen. Ich habe jedenfalls keinen Clip auf meinen beiden Handys dazu gefunden, aber es gab wieder ein Brötchen, eine Scheibe Pumpernickel und ein Frühstücksei an dem Tag. So, es ist wieder Streaming-Zeit. Ich habe geschnitten wie ein Wahnsinniger, wie ihr seht, an dem Video zu King of the Trill. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Das sollte eigentlich dann noch diese Woche kommen. Ansonsten habe ich es vielleicht auf nächste Woche verschoben. Aber ja, ist anderthalb Stunden lang geworden. Das Intro war Hauptaufwand, wo ich nochmal den Preis vorstelle und so. Aber ich glaube, es ist ganz cool geworden. Ich bin zufrieden mit der Arbeit, die ich da heute reingesteckt habe. Und ich werde jetzt den Stream anschmeißen. Heute wieder Trackmania Cup of the Day. Ich glaube, wir starten heute aber mal wieder mit ein bisschen CS. Und ich freue mich auf den Cup of the Day, weil das die Uhrzeit einläutet, zu der ich essen darf. Und es gibt von HelloFresh mein vorgekochtes Risotto. Stream läuft. Es gibt Risotto. Mmh. Moin, wir haben 10 nach 1. Ich fühle mich so, wie ich aussehe. Seit 9 bin ich am Rechner. Heute haben wir auch wieder 8 Stunden gestreamt. Und davor habe ich ja noch einige Stunden, habt ihr mitbekommen, Videos geschnitten und so. Ich bin arschmüde. Aber ich werde mich jetzt noch eine Stunde aufs Fahrrad quälen. Mit zu den Augen. Und ich werde einfach nur trampeln und warten, bis der Wecker klingelt. Und dann bin ich durch. Aber ich will die Woche auch nochmal gut durchziehen. Und ich weiß, dass ich mich morgen früh richtig, richtig geil fühlen werde, wenn ich aufwache und weiß, ey, du hast gestern noch Sport gemacht. Und auch wenn ich jetzt überhaupt keinen Bock mehr drauf habe und echt, wenn ich mich ins Bett legen würde, ich würde sofort wegpennen. Ich mache mich da jetzt noch eine Stunde drauf und dann weiß ich, dass das morgen automatisch ein geiler Tag wird, weil ich stolz drauf bin, dass ich gestern Abend, obwohl ich wirklich richtig müde war, mich noch aufs Fahrrad gemacht habe. Und deswegen mache ich das jetzt. Ich habe gestern Abend noch als kleine Info nach 5 Minuten das Hörbuch ausgemacht, das Achtsam Morden, weil mir der Vorleser, der das Hörbuch vorliest, nicht gefallen hat. Ich mochte die Stimme nicht. Dann ist mir eingefallen, dass Röder mir ein Hörbuch vorgeschlagen hat, und zwar Metro 2033. Die hat gesagt, das ist mega geil, und einige im Chat haben auch gesagt, das ist cool. Ich finde es aber unheimlich schwer, dem zu folgen am Anfang, weil das ist ein russisches Buch, und am Anfang werden sehr viele russische Namen und russische Begriffe umhergeworfen. Deswegen finde ich es relativ schwer, dem zu folgen. Deswegen werde ich mir morgen nochmal Gedanken machen, was ich mir anhöre. Ich fand ja Ready Player One, gelesen von David Nathan, unheimlich geil und glaube, dass ich mir ein Hörbuch raussuche, was der wieder gelesen hat. Der hat ja, glaube ich, ganz viele Stephen King-Romane vorgelesen, und vielleicht suche ich mir da einen raus. Vielleicht höre ich jetzt noch ein bisschen Musik oder einfach gar nichts. Oder ich gebe Achtsam Morden doch nochmal eine Chance, aber die Stimme von dem Vorleser hat mir nicht gefallen. Ja. Mal gucken. Aber ich mache mich jetzt eine Stunde drauf. Wenn ihr noch weitere Hörbuchtipps habt, dann könnt das wie immer gerne in die Kommentare schreiben. Und dann seht ihr jetzt gleich wieder den Zeitraffer wahrscheinlich. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder nach 7-8 Stunden Schlaf, hoffentlich diese Nacht mal. Und dann geht's weiter. Und auf den Tag morgen freue ich mich sehr, weil Danger Zone mit Felix. Danach Trackmania Cup of the Day. Dann spielt Deutschland gegen Ungarn. Da freue ich mich unheimlich drauf. Nebenbei ein bisschen auf dem Minecraft-Server daddeln. Also auf den Tag morgen freue ich mich auch schon wieder richtig. 45 Minuten habe ich jetzt gemacht. 457 Kalorien. Nice. Moin, es ist Mittwoch um 10. Und hab recht behalten gestern. Heute aufgestanden und ich dachte mir, boah, geil, dass du gestern noch Sport gemacht hast. Deswegen direkt mit guter Laune in den Tag. Und ich mache jetzt mein YouTube-Shit. Ein paar Stunden jetzt wieder Sachen schneiden. Ich habe gleich noch einen Call. Der wird wahrscheinlich auch anderthalb Stunden dauern oder so. Und dann hoffe ich wieder so um 16 Uhr einen Stream anmachen zu können. Essen habe ich mir gerade schon rausgestellt zum Auftauen. Es gibt das, was ich im Kochduell gegen Shushu im Ankerkraut-Kochduell gekocht habe. Also der Reis mit der asiatischen Wokpfanne.
Und dann werden wir heute wieder schön CS, Trackmania spielen und ein bisschen Minecraft, wenn Deutschland dann hoffentlich gegen Ungarn gewinnt. Ich calle ein 13-0 für Deutschland. Und auch heute wird Matthias Ginter wieder der beste Spieler in der deutschen Innenverteidigung sein. Frühstück, Mittwoch, 23.06.2021. So, es ist jetzt 16 Uhr und ich mache den Stream live. Nächster Clip wird gegessen. So, wir haben jetzt 18.30 Uhr, das ist mein Essen. Das war das, was ich gegen Shushu im Kochduell gekocht hatte. War so ein Asia-Wok mit Reis. Und als Nachtisch gibt es ein Activia-Cerealien-Joghurt, weil die müssen langsam weg. Wir haben jetzt den 27. Den haue ich mir danach noch rein. Und wieder fertig. Fast 500 Kalorien geschafft sogar. Ja. Moin. Es ist gerade früher Morgen. Ich dachte mir, ich starte den Tag heute mal mit einer Session auf dem Fahrrad, weil ich da gerade Bock drauf habe. Und heute Abend bin ich ja in Zürich, deswegen weiß ich noch nicht, wann ich dann wieder zu Hause bin. Wahrscheinlich nicht allzu spät. Aber ich weiß nicht, ob ich dann noch Bock habe, was zu machen. Und deswegen gebe ich mir dann heute Abend die Option, nochmal was zu machen, indem ich jetzt heute Morgen schon Sport mache. Und in Zürich werde ich eh noch ein paar Kilometer rumlaufen. Deswegen wird das heute, glaube ich, für KBMAFS auf jeden Fall ein guter Tag. Aber eventuell, Donnerstag ist ja mein Mach-Deine-Scheiße-Tag für alles Administrative. Ihr wisst das ja mittlerweile. Und der eine Tag in der Woche, wo ich mir mal 3-4 Stunden Freizeit gönne. Der war meistens auch immer geil für KBMAFS, weil ich gesagt habe, wenn ich an einem Tag mal 2 Stunden oder fast 3 Stunden mir nehme für Sport auch, dann ist es der Donnerstag. Deswegen starten wir den Tag direkt mit einer Sporteinheit auf dem Fahrrad jetzt eine Stunde. Dann geht es heute Abend nach Zürich, da werde ich einige Kalorien noch verbrennen. Und dann eventuell danach, wenn ich heute Nacht dann wieder nach Hause komme, nochmal. Wir schauen mal und dann erzähle ich euch, was sonst noch so heute ansteht. Das habe ich dann gemacht, schön früh am Morgen hier ein bisschen rumgeradelt, habe nebenbei auf meinen beiden Handys beide Pokémon Go Accounts ein bisschen weiter hochgegrindet. Mit dem Main Account bin ich jetzt bei Level 41,5. Ich werde in den nächsten Wochen nochmal wieder meine Freundesliste aufräumen, also schaut mal bei Twitter vorbei, da werde ich dann nochmal den Code posten, da könnt ihr mich adden. So, Frühstück. Es gibt heute ein Brötchen mal und den Joghurt mit Apfel, weil ich nachher noch in Zürich was essen gehe und da weiß ich noch nicht, ob ich mir da was gönne oder nicht. Deswegen verzichte ich heute am Morgen mal auf ein Brötchen und ich hatte keine flachen Teller mehr. Deswegen habe ich hier den tiefen Teller genommen. Das fege ich mir jetzt rein und schneide nebenbei ein Video. Tag ist schon sauber vorangeschritten. Ich habe eigentlich den ganzen Tag nur weiter an dem Video gearbeitet. Das ist noch immer das King of the Trill Video. Da ist, wie so oft, das Intro und die Einspieler am Anfang alle deutlich aufwendiger als der Rest vom Video. Oh, jetzt bin ich hier weggerutscht. Das ist leider den ganzen Markern und extra Ebenen hier, die auch alle einzeln gefilmt werden müssen, wenn das IRL-Kram ist. Das dauert leider ewig, aber ich werde es wahrscheinlich fertig gemacht haben, dass ihr das schon bekommen habt. Ansonsten wird es wahrscheinlich diesen Sonntag kommen. Wie ihr wahrscheinlich sehen könnt, ist es nach wie vor sehr warm. Ich mache mich jetzt fertig, weil ich ja gesagt habe, dass ich heute nach Zürich fahre, da werde ich essen gehen. Und dann noch ein bisschen rumlaufen. Wetter ist so lala, hin und wieder regnet es mal. Mal schauen, aber ich war jetzt auch längere Zeit nicht mehr richtig draußen. Deswegen werde ich jetzt nach Zürich fahren und da den Rest des Tages verbringen. Heute Abend wieder zurückkommen, dann gucken wir mal, ob ich heute noch Sport mache. Und ich zeige euch später, was es in Zürich Leckeres zu essen gibt. Ich weiß selber noch nicht. Schauen wir mal, was ich da essen gehe. Genau. Und dazu mache ich mich jetzt fertig. Vielleicht zeige ich euch gleich noch 2, 3 Shots. Und ansonsten habe ich heute fast alles geschafft, was ich schaffen wollte. Das Video wollte ich eigentlich fertig kriegen. Das sind jetzt noch, weiß ich nicht, 3/4 Stunde, 1 Stunde, die ich da noch reinstecken muss. Dann ist das auch fertig. Und dann ist das durch und ihr werdet das hoffentlich zeitnah bekommen. Bis später. Im Restaurant gab es dann Bruschetta. Eins meiner Lieblings-Antipastis. Und danach, ich kenne mich mit Nudelsort nicht so aus. Ich glaube, es war Tagliatelle mit so Rinderstreifen in einer leichten Rahmsoße. War sehr, sehr lecker. Guten Morgen, heute ist Freitag, ich bin wieder seit 5 Minuten wach gefühlt. Ich bin wirklich seit 5 Minuten wach. Und heute ist der letzte Tag vor Wiegetag. Heute steht auch wieder ein bisschen was auf dem Programm. Und zwar muss ich heute auf jeden Fall noch einkaufen gehen, ich habe nicht mehr viel fürs Wochenende. Ich muss das Video für Sonntag fertig machen. Gleich mache ich das Thumbnail für das Video, was dann heute, beziehungsweise für euch gestern gekommen ist. Und zwar das Trackmania Cup of the Day Video, Division 1. Ja, dann steht heute noch ein langer Stream an. Gestern war ich ja in Zürich, hab da gesehen, ich habe danach nichts mehr gefilmt. Ich habe gegessen, es gab Bruschetta, was ich mir geteilt habe und
Das zweite war so eine Rahmsoße an Tagliatelle-Nudeln waren das, glaube ich. Und so Rinderstreifen, war unheimlich lecker, also war sehr, sehr geil. Der Laden hieß Celia, glaube ich. Und danach war ich relativ spät nach Hause und war dann auch ziemlich müde, dass ich dann pennen gegangen bin. Also ich habe dann keinen Sport mehr gemacht, habe ich ja zum Glück am Start des Tages gemacht. Und habe mich dann ins Bett gelegt und noch ein paar Videos einfach nur geguckt und bin dann irgendwann pennen gegangen, relativ schnell. Deswegen kam dann gestern nichts mehr. Aber Sport hatte ich ja gemacht. Heute machen wir einen Sport vielleicht am Nachmittag, sonst am Abend wieder wie gewohnt. Auf jeden Fall wollte ich dann heute wieder einen langen Stream machen. Und das ist erstmal grob der Plan für heute. Ich mache jetzt das Thumbnail fertig für das Video, mache dann das King of the Trill Video hoffentlich soweit fertig. Und dann muss ich mich um den Rest kümmern. Heute kommt außerdem wahrscheinlich das HelloFresh Paket, das muss ich gleich noch annehmen. Und dann werde ich nochmal fürs Wochenende auf jeden Fall einkaufen gehen. So, Techmania Cup of the Day Video ist gerade online gegangen. Ich schneide noch immer nebenbei an dem King of the Trill Video. Das sollte aber bald fertig sein und danach, habe ich schon fast vergessen vorhin im ersten Clip, muss ich ja, weil ja heute schon Freitag ist, auch noch KBMAFS schneiden. Das soll ja auch für euch heute kommen. Da habe ich auch noch nicht angefangen zu schneiden. Das heißt, das muss ich vom Streamstart auch auf jeden Fall noch machen. Ich glaube, gefühlt habe ich in der Woche aber ein bisschen weniger gefilmt als die Woche oder die Wochen davor, weil echt viel los war. Deswegen, das sollte nicht länger als 2 Stunden dauern. Gerade hat es geklingelt. Ich glaube, das ist mein HelloFresh-Paket. Das werde ich jetzt mal eben von unten hochholen. Und für euch heute, am Samstag, gibt es dann ja auch den nächsten Kochstream. Vielleicht ist der sogar schon live, weil ab 18 Uhr Carsten, Felix und ich auch für euch heute den Trackmania World Cup mit Massa. Wenn ihr Trackmania feiert, das wird nochmal einiges geiler als Trackmania Formula League oder Trackmania Grand League. Das ist dann wirklich Trackmania, so wie es sein sollte. Also wenn ihr da Bock drauf habt, schaut heute unbedingt mal auf Twitch vorbei. Das wird krank. Wir casten wieder für Massa und den Biglan. Oder jetzt gleich wahrscheinlich schon 13, 14 Uhr hoffentlich der Kochstream wieder. Schaut heute mal einfach auf Twitch vorbei. Jetzt geht's aber erstmal Frühstück. Wieder mal ein Joghurt mit dem Apfel reingeschnitten, einen kleinen, ein Ei und ein Brötchen. Inzwischen haben wir fast 3 Uhr. Ich bin mit KBMAFS mehr oder weniger jetzt durch mit dem Schneiden. Hab gemerkt, dass der Teil heute oder ja, den ihr heute gesehen habt auf YouTube, deutlich kürzer ist als die letzten Teile. Was halt daran liegt, dass ich im Moment super viel zu tun habe. Dieses Wochenende auch wieder 2 Special Events mit dem Kochstream, was immer super viel Aufbauarbeit ist und so. Dann der Trackmania World Cup, der Samstag und Sonntag noch vorbereitet werden muss. Das sind, glaube ich, jeweils 4 oder 5 Stunden Stream an den Tagen. Und da muss ich mich mit Felix noch 1-2 Stunden hinsetzen und alles vorbereiten und nochmal alles durchgehen, damit wir halt auch wissen, wovon wir reden, wenn wir dann das casten und so. Im Moment ist einfach unheimlich viel los. Sonntagmorgen habe ich noch meinen zweiten Impftermin. Da muss ich auch noch hinfahren. Das ist dann auch wieder eine Stunde, die mir an dem Tag fehlt, wenn nicht sogar länger. Deswegen, sorry, falls der Teil ein bisschen unspektakulärer sein sollte als andere Teile. Aber ich habe es auch eingangs gesagt in KBMAFS Teil 1. KBMAFS ist für mich ein Nebenprojekt, was ich mal schnell dann machen kann, wenn die Zeit da ist. Im Moment ist fast gar keine Zeit, weil ich ultra viel zu tun habe im Moment. Deswegen sorry, wenn da irgendwer von euch mehr erwartet hat, aber Priorität ist erstmal YouTube und Twitch und dann die Abnahme und dann kommt eigentlich erst KBMAFS mit den Videos, die dazu gemacht werden und den Clips, die ich dazu filmen muss. Manchmal ist da halt einfach nicht die Zeit, so viel zu erzählen. Deswegen kann es mal sein, dass da ein paar Tage dabei sind, wo wirklich nur 2, 3 Clips aufgenommen wurden von mir. Aber da werden auch wieder Wochen kommen, wo ein bisschen mehr los ist. Spätestens, wenn ich dann auf der Rap-LAN bin, wenn ich wieder das nächste Mal in Duisburg bin, in ungefähr 4 Wochen. Da wird dann wieder ein bisschen mehr erzählen. Aber ja, das einmal dazu. Ich ziehe mich jetzt an, werde dann einkaufen gehen. Mir ist gestern mein Soda-Stream um die Ohren geflogen. Und zwar hat der ja schon länger eine Macke gehabt. Dieser Nupsi, der dann in die Flasche geht, der ging nicht mehr ganz hoch. Den musste ich immer biegen, damit er in die Flasche rein kann. Der hat die letzten 7 Tage ultra gesuppt. Also ich habe oben drauf gedrückt. Er sollte sprudeln, aber es ist kaum Sprudel ins Wasser gegangen, sondern es ist immer oben rausgefisst irgendwie. Habe die Flasche 5-mal rein und rausgenommen und so. Und gestern habe ich oben drauf gedrückt und es hat einfach nur gemacht. Und dann ist oben der komplette Hals, wo diese Flasche drin befestigt ist, mir um die Ohren geflogen. Da werde ich mir heute einen neuen kaufen, weil SodaStream für mich ziemlich wichtig ist. Weil ich mag Wasser ohne Kohlensäure gar nicht. Also ich könnte niemals länger als 3 Wochen nur Wasser ohne Kohlensäure trinken. Das befriedigt mich irgendwie nicht. Deswegen werde ich mir heute einen neuen SodaStream besorgen, den Einkauf für die nächsten Tage machen. Und wenn ich zu Hause bin, dann wahrscheinlich schon den Stream losmachen. Weil dann ist wahrscheinlich schon 16 Uhr, dann geht es wieder in Stream. Heute wieder 8 Stunden Stream bis 24 Uhr habe ich geplant. Und dann machen wir heute Abend noch ein letztes Mal Sport.
und morgen wird es sich wieder auf die Waage gestellt. Nächste Woche werde ich es dann ein bisschen ruhiger angehen lassen, wenn ich diesen Sonntag die zweite Impfung bekomme. Die erste war für mich relativ easy. Ich habe die erste Nacht ein bisschen unruhig geschlafen, weil es auch nicht schlimmer, als wenn ich mal 12 Stunden am Tag durchgestreamt hätte, wo ich dann auch meistens Kopfschmerzen nach habe. Natürlich sind 2-3 Tage den Arm mit ein bisschen Muskelkatergefühl. Das war aber kein Problem. Die zweite Impfe soll wohl bei Moderna bei den meisten mehr Wirkung zeigen. Deswegen vielleicht mache ich da Montag und Dienstag ein bisschen weniger. Aber mal schauen, wie meine Reaktion darauf ist. Bin froh, wenn ich das dann durch habe. Dann bin ich durchgeimpft. Dann freue ich mich auch schon auf die Rapid LAN und kommende Events. Und hoffe auch, dass die anderen Jungs, die auf der Rapid LAN sind, bis dahin alle durchgeimpft sind. Ich bin mir aber relativ sicher, die meisten hatten zumindest schon die erste Impfung. Dann können wir da wieder eine schöne LAN machen. Da freue ich mich drauf. So, ich bin vom Einkaufen zurück und ich bin tilt. Ich habe zwar alles sonst bekommen, was ich wollte, aber kein Soda-Stream. Der große Coop, wo ich sonst immer einkaufen gehe, hatte ein Soda-Stream, aber irgendwie so einen anderen mit diesen Plastikkartuschen. Und ich habe ja den mit den Glaskartuschen. Dann war ich danach noch in einem großen Mikro, hatten sie auch nicht. Und dann in einem Coop Bau und Hobby, weil die Dame aus dem ersten Coop gesagt hat, da wird es das geben, habe ich da auch nicht gefunden. Jetzt bin ich eine Dreiviertelstunde mehr rumgefahren, als ich eigentlich wollte und habe es trotzdem nicht bekommen. Das heißt, ich muss das Ding jetzt wahrscheinlich dann doch online bestellen. Das ist ein bisschen nervig. Das heißt, das ganze Wochenende kein sprudelnd Wasser. Und für mich ist normales Wasser aus dem Wasserhahn, befriedigt mich nicht so wie Sprudelwasser. Ich weiß nicht warum. Mehr als 3 Wochen schaffe ich das nicht mit. Aber gut, Wochenende wird das funktionieren. Und zur Not mache ich mir ein paar Ankerkraut-Tees. Weil das ist komisch. Sobald das, auch wenn keine Kohlensäure drin ist, aber Geschmack ist, ist es für mich was anderes, als wenn es nur Wasser ist. Ich kann es nicht beschreiben. Keine Ahnung, ist irgendwie so bei mir. Ja. Das Ding werde ich jetzt online bestellen. Ich packe jetzt die Einkäufe in den Kühlschrank und dann mache ich mich so langsam für den Stream fertig, weil wir haben jetzt schon 4:05. Also pünktlich werde ich es heute leider nicht schaffen, aber dann überziehen wir heute einfach ein bisschen. Wir spielen wieder Trackmania und es gibt eine Chili-Nudel-Gemüsepfanne. Stream ist aus. Ich bin schon relativ müde. 12:30 haben wir jetzt. War aber ein cooler Stream. CS haben wir heute angefangen mit 2 Games. Die waren katastrophal schlecht. Also hat überhaupt gar keinen Bock gemacht. Aber danach haben wir noch knapp 6 Stunden Trackmania gespielt. Und das war richtig geil. Noch mit Scrappy geredet, während wir die Rubik's Cube RPG Map endlich mal gespielt haben, die wir schon ewig spielen wollten. Das war so geil. Ich habe knapp 2 Stunden 50 gebraucht, um die zu finishen. Und da morgen Wiegetag ist, wird jetzt natürlich noch die Sporteinheit gemacht. Ich habe überlegt, ob ich wieder auf dem Fahrrad bin, aber da ich die ganze Woche auf dem Fahrrad war und heute Nacht endlich mal kein Niederschlag runterkommen soll, kein Regen, kein nix, werde ich jetzt noch eine ordentliche Strecke, glaube ich, draußen rumlaufen. Wir haben jetzt 15 Grad, deswegen habe ich auch Hoodie wieder an. Ist auch ein bisschen angenehmer zum draußen rumlaufen. Ich werde mir nochmal eine kleine Runde genehmigen, dabei ein bisschen Musik hören oder das Hörbuch. Ich bin jetzt doch an Metro 2033 hängen geblieben. Nachdem ich am Anfang ja, ich habe es glaube ich nur im Stream erzählt, ein paar Probleme hatte mit dem Verständnis, weil am Anfang werden sehr viele russische Locations und Namen hin und her geworfen, wo es ein bisschen schwierig ist zu folgen. Ich glaube, wenn man aber die ersten 2-3 Stunden durch hat, dann wird es einfacher, hoffe ich jedenfalls. Jedenfalls kann ich jetzt besser folgen als noch zu Beginn. Und die Story ist bisher ziemlich spannend. Hatte mir Röder empfohlen, das Buch oder das Hörbuch. Bis jetzt muss ich sagen, nach dem Start, der ein bisschen tricky war, gefällt mir das richtig gut. Also ich denke, das werde ich auch auf jeden Fall zu Ende hören. Ist knapp 22 Stunden lang. Und ja, bin ich gespannt, was morgen auf der Waage steht. Ich glaube, die Woche war okay, war nicht die krasseste bislang. Aber ich sollte eigentlich gut für KBM IFS gewesen sein. Gucken wir morgen früh, was auf der Waage steht. Ich gehe jetzt nochmal für 2 Stunden, glaube ich, auf jeden Fall raus. Gehe dann pennen und dann sehen wir uns morgen zum Wiegetag. Bin wieder drin. 12.400 Schritte fast. Jetzt auf jeden Fall. Das hat gut getan. Das habe ich gebraucht. Oh, das waren jetzt 2 Stunden. War ganz schön anstrengend. Temperatur war aber perfekt. 15 Grad im Modi und der langen Hose war geil. Aber jetzt bin ich müde. Jetzt mache ich mich ins Bett. Wir haben inzwischen schon 3 Uhr. Um 9 klingelt der Wecker. Dann muss ich noch KBMAFS fertig machen, dass ihr es pünktlich bekommt. Da muss ich mich morgen früh auf den Trackmania World Cup vorbereiten. Ich muss dann noch 20 Seiten PDF-Kram von Nadeo durchlesen. Und dann gibt es ja heute eventuell noch den Kochstream. Ich weiß nicht, ob ich das zeitlich schaffe.
Ich glaube, gestern habe ich erzählt, dass heute einer stattfindet. Eventuell verschiebt sich der auf Montag, aber vielleicht doch. Ihr werdet auf Twitter und Twitch auf jeden Fall informiert. Und dann ist morgen oder heute in ein paar Stunden, wenn ich dann aufstehe, Wiegetag. Woche war okay, war nicht die krasseste bislang, auch wenn ich jeden Tag Sport gemacht habe, aber sonst hatte ich die Wochen davor ja auch mal Tage, wo ich zweimal Sport gemacht habe und so. Aber dennoch war es eine gute Woche, denke ich auf jeden Fall. Mal gucken, was die Waage morgen sagt. Moin, Wiegetag Woche 11. Ich sehe wahrscheinlich verpennter aus denn je. Ich bin wieder nur 5 Minuten wach und die Nacht war ein bisschen kurz. Aber schauen wir mal, was die Waage heute sagt. Also wie gesagt, ich glaube, ich habe es gestern Abend noch erzählt. Ich glaube, die Woche war okay, war nicht die krasseste, die ich je hatte, sollte aber jedenfalls gut gewesen sein für KBMAFS. Und heute steht ja auch wieder sau viel an. Gleich eventuell noch ein Kochstream, wenn ich zeitig schaffe. Ich muss mich für den Trackmania World Cup vorbereiten, der heute Abend stattfindet. Ab 19 Uhr werde ich das mit Felix casten. Deswegen heute auch wieder ein bisschen Stress. Morgen kriege ich dann die zweite Impfung. Und danach ist auch nochmal World Cup. Also Wochenende ist jetzt voll. Nächste Woche werde ich mal ein bisschen weniger machen, weil ich da nicht ganz so viele Termine habe, denke ich. Und da wieder ein bisschen mehr KBMAFS durchziehen. Vielleicht wirklich mal irgendwo hinfahren und einen RL-Stream machen. Plane ich jetzt. Wahrscheinlich kommt es dann doch wieder anders. Und dann kommen doch wieder sau viele Termine kommende Woche. Aber werden wir sehen. So, ich stelle mich auf die Waage. Letzte Woche hatten wir 134,3. Was, glaube ich, ein überraschendes Ergebnis für mich war. Ich glaube, da hatte ich minus 1,9. Also es waren jetzt große Sprünge. Als Steve bei mir war vor, wie weit ist das her? 5 Wochen vielleicht. War ich vor Tessin bei 140 Kilo noch. Und ich fand das überraschend schnell, wie das jetzt ging. Weil jetzt bin ich ja nur noch, weiß nicht, irgendwas zwischen 15 und 20 Kilo vom Wunschgewicht weg. Deswegen schauen wir mal, ob heute wieder ein Plus auf der Waage steht, gleich geblieben oder weniger. Wir gucken rein. Okay, also von 134,3 auf, Alter, wieder ein dickes Minus, 132,1. Das heißt minus 1,3 Kilo. Das ist zum einen ein gutes Ergebnis, zum anderen heißt das aber auch, dass ich jetzt gerade in dem Moment das Leichteste bin, seit ich in die Schweiz gekommen bin. Ich glaube, als ich am 17. Dezember 2017 in die Schweiz gekommen bin, da war ich bei 133, 134 oder so. Das heißt, leichter als jetzt war ich in den letzten 3,5 Jahren nicht. Das ist stark. Am Ende vom letzten Teil haben Leute geschrieben, dass ich den Tränen nah gewesen wäre, weil meine Augen so glasig sind. Nein, ich bin gerade aufgestanden, deswegen. Also deswegen fange ich noch nicht an zu heulen, da muss schon ein bisschen mehr passieren. Ja, aber trotzdem, sehr geiles Ergebnis, da bin ich super zufrieden mit. Und das heißt wirklich, dass ich in den nächsten 2 Wochen, wenn es langsam geht, in 3 Wochen, eine 1,2 vorne stehen habe. Und dann sind es eigentlich nur noch 10 Kilo, bis die 1,1 vorne steht. Und wie gesagt, bei der DreamHack Leipzig 2017, das sind so die ersten Bilder, die ich auf Instagram hier gepostet habe, da war ich bei 116 Kilo. Also dann sind wir wirklich nicht mehr weit weg. Also super zufrieden auch mit der Woche. Ich hätte nicht gedacht, dass es 1,3 Kilo sind. Ich dachte, es wäre deutlich weniger. Ich bin dumm. Kann das sein, bin ich dumm? Ich habe doch gesagt 134,3, oder? Ich war bei 134,3. Und jetzt bin ich bei 122,1. Junge, ich habe 2,3 Kilo abgenommen, nicht 1,3. Ich dachte gerade irgendwie, ich wäre bei 133 gewesen. Ja, umso besser. Krass, also so krass hat sich die Woche gar nicht angefühlt. Aber ja, sehr gut. Nice. Ja, dann bedanke ich mich wieder fürs Zusehen. Nächste Woche nehme ich euch natürlich auch wieder mit. Das ist dann schon Woche 12, dann sind es 3 Monate. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne Kommentar und Bewertung da. Das hilft mir enorm. Nicht nur im YouTube-Algorithmus, sondern auch meine Motivation, wenn ihr ein paar Sachen dazu schreibt oder ein paar Worte verlieren wollt. Und ja, dann sehen wir uns nächsten Samstag wieder in KBMAFS. Und heute noch auf Twitch mit wahrscheinlich einem HelloFresh-Kochstream und auf jeden Fall mit dem Trackmania World Cup heute Abend. Danke fürs Zusehen und bis nächste Woche oder im Stream irgendwann. Later!